Dies ist ein Ausschnitt aus einem längeren Interview. Das ganze Video findest du über den Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Dieses Fasten, auch von der Ernährungsseite her, bringt uns ja auch so ein bisschen mehr in die Stille und in die, ja, einfach das, was ja auch Ayahuasca oder was psychedelische Mittel machen. Sie bringen uns ja quasi raus aus dem Alltag und aus den Distractions unserer heutigen Zeit, sodass wir uns wieder mehr nach innen und ja, mit dem Inneren verbinden können. Und auch dann kann ja auch die Zirbeldrüse noch viel besser funktionieren. Also spielt hier sowohl von der physischen, körperlichen Gesundheit als auch von der geistig-mentalen Gesundheit Fasten für euch beide eine wichtige Rolle? Hast du da beispielsweise auch Erfahrungen gemacht, Dieter? Ja, das in der Tat. Und schon mal angeregt durch die Arbeiten von Christian Rätsch, wahrscheinlich kennt ihr den. Christian Rätsch hat dieses legendäre Buch Drogen im Kulturvergleich geschrieben. Und aus meiner Hamburger Zeit erinnere ich mich noch an ein Gespräch, das mich sehr inspiriert hat, wie er wahrscheinlich gerade zurückkam, das erste Mal oder zweite Mal, war er öfter bei den indigenen Völkern in Südamerika. Und da habe ich noch in Erinnerung, wie er darüber berichtete, dass wenn die soziale Ordnung nicht mehr vorhanden war in einem Stamm, ja, dann trat der Medizinmann, der Schamane, nach vorne und hat sozusagen sich die Person genommen und manchmal eben, Zitat von Christian Rätsch, manchmal ging ein ganzer Stamm auf Trip, auf Reise, eben mit diesen psychoaktiven Wirkstoffen, aber das in Bezug auf Ernährung, richtige Ernährung und Fasten war eben auch etwas, was er erwähnt hat, dass eben tatsächlich die Leute sich dort, eben die Stammesmitglieder, anders ernährt haben. Also die haben keine Mao-Bildung im Körper, so wie wir haben. Die sogenannten Monoamino-Oxidase-Enzyme sind ja nur da, um uns sozusagen vor Vergiftung zu schützen, weil wir uns eben falsch ernähren. Ja? Aber die Krux dabei ist, dadurch, dass der Körper diese Maus produziert, diese Enzyme, inhibiert sozusagen auch jedes bewusstseinsaktive Molekül gleich mit. Die psychoaktiven Wirkstoffe, auch die ganzen Beta-Carboline, werden sofort mit inhibiert, zum Großteil jedenfalls. Und deswegen spielt natürlich die Ernährung eine ganz, ganz zentrale Rolle, auch was Bewusstsein betrifft. Ja, ich erinnere noch an das Buch, was hat mein Käsebrot mit meiner Erleuchtung zu tun? Ja, also das war auch mal ein Weltbestseller zu dem Thema Ernährung. Ja, auch da haben wir es mit Maus zu tun, Käse, ja, da haben wir Mao-Enzyme dabei. So, und dann eben auch die Bemerkung, jetzt sind wir wieder bei deiner Frage gerade, Fasten. Das war auch eben, gehörte auch zur Tradition, dass man alle 4, 6 Wochen einmal, weiß ich wie lange, habe ich nicht mehr in Erinnerung, eben fastet. Und dann haben wir eben, dann sind wir offen, dann kommunizieren wir telepathisch, dann sind wir mit der Natur verbunden, dann brauchen wir kein Fernsehen, da brauchen wir keine Medien, wie wir sie haben. Die Medien, das Medium ist die Natur an sich, ja, und das können sie. Und insofern ist es ein völlig unterbelichtetes Thema. Ich finde es großartig, Ingfried, dass du dich da im Schwerpunkt mit auseinandersetzt. Bei mir ist es nur am Rande. Ich gucke mir die biochemischen Prozesse an und die biophysikalischen und natürlich auch das Ergebnis, was macht das dann mit Menschen in der, auf der psychischen Ebene, auf der geistigen Ebene. Also ja, kann nur unterschreiben. Wichtig, Ernährung und Fasten gehört dazu. Ja, super. Die Ernährung spielt ja bei uns auch im Hippocrates Center eine Rolle. Das ist ein Institut, der sich sehr viel damit befasst, wie können wir auf einer alltäglichen Basis gesund sein und einen gesunden Lifestyle entwickeln. Dort kommen ja eben auch sehr viele krebskranke Menschen hin, sowie auch zu dir in die Praxis, lieber Ingfried. Du hast ja sehr viel eben auch mit Krebskranken zu tun und arbeitest dort mit dieser alternativen Medizin eben auch. Was würdest du mal ganz konkret raten, wenn es ums Thema zum Beispiel Fasten geht, aber auch Ernährung geht, neben den Heilpflanzen, die du schon erwähnt hast? Was funktioniert noch sehr gut, um die innere Mitte zu stärken, den Vagus zu stärken oder eben auch die Zirbeldrüse zu aktivieren? Naja, für mich spielt das Mikrobiom natürlich eine Riesenrolle. Ich habe damals meine Doktorarbeit in den 80er Jahren über das Mikrobiom geschrieben, habe dort Stuhlproben aus Sri Lanka gesammelt, habe die verglichen. Damals ging es um die Burkitt-Hypothese, nicht? Umso länger ein Stuhlgang braucht, um den Körper, die Darmpassage zu durchlaufen,
umso mehr Zeit haben, die potenziell giftigen Stoffe an der Darmwand zu wirken. Also damals ging es um ganz einfache Fragen und wie viel Ballaststoffe ein Mensch braucht, um entsprechende Enzyme zu bilden, die diesen Prozess dann erleichtern. Und so verfolgt mich die Analyse des Mikrobioms bis heute. Und jeder Patient, der in die Praxis für eine Kurwoche hier an Stein oder Meer kommt, der kriegt als erstes ein Stuhlröhrchen in die Hand und wir machen eine Mikrobiomanalyse. Bis heute klappt das sogar über die Krankenkasse. Seit 40 Jahren gibt da bestimmte Tricks, wie man das machen kann. Und diese sehr ausführliche Mikrobiomanalyse zeigt uns eben auch, wir können uns einen Wolf meditieren. Wenn der Darm nicht funktioniert, dann wird es nichts. Exakt. Kommen wir bis zu einer gewissen Ebene und weiter geht's nicht. Wir kriegen den Blick nicht über die Wolken drüber hinaus, über den Tellerrand hinaus. Und insofern ist in meiner Medizin, die ich proklamiere, die Medizin der Hoffnung, wie ich sie nenne, und die Medizin des Vertrauens, wie wir sie heute mehr denn je brauchen, denn wir haben so ein Feld der Angst, nicht? Angst, wo der Patient, die Angst des Patienten auf die Angst des Arztes trifft, nicht alles getan zu haben, sodass der Arzt häufig 10-mal so viel Untersuchungen verordnet wie eigentlich nötig und 10-mal so viel Chemie verordnet wie nötig. Und diesem Feld der Angst möchte ich gern ein Feld des Vertrauens gegenüberstellen, eine neue Medizin des Vertrauens, die auf 5 großen Säulen beruht. Und eine der Säulen ist eben die Heilung unserer Nahrung. Und da möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, als wir die Pandemie hatten, ist ja heute die Pandemie der Angst, bin ich zu den Maasai gereist nach Tansania mit meiner Familie. Für 4 Wochen haben wir bei den Maasai gelebt, um rauszufinden, warum haben die eigentlich kein Covid? Und da gab es natürlich viele Gründe für witzige und weniger witzige, aber bei den Interviews mit den Schamanen, mit den Dorfältesten kam eine Antwort immer als erstes. Bei den höher gestellten Politikern kam immer die Antwort: Wir haben gar keine Zeit für solche Spiele, wir haben ganz andere Probleme, die viel wichtiger sind. Aber bei den Schamanen kam die Antwort, oder auch bei den Ältesten: Wir essen seit Menschengedenken, was unsere Mütter und Großmütter uns immer wieder empfohlen haben zu essen, uns vorgemacht haben. Und wir essen nur das, was uns gesund und stark macht. Und für uns ist völlig unbegreiflich, warum Menschen hier oben etwas reinstecken, wo völlig klar ist, wo es inzwischen jeder weiß, das verkürzt mein Leben, das macht mein Leben leidvoll und schwer. Und wir ernähren uns, wir essen auch Ziegen, natürlich, wir essen aber vor allem auch Wurzeln. Viele, viele Wurzeln und die Heilwurzeln, das sind das, was ich herausgefunden habe in all diesen, ich glaube, 55 Ländern, wo ich war. Heilwurzeln spielen überall eine sind eine Basis jeglicher Ernährung, auch der wichtigsten Heilmittel, der wichtigsten Potenzmittel, auch der Mittel, die uns helfen, mehr in uns verankert, in uns verwurzelt zu sein. Und erst diese innere Verankerung lässt den Geist dann auch zur Ruhe kommen, sodass er nicht ständig irgendwo anders sucht und nach Ablenkung sucht. Und in dem Moment, wo der Geist zur Ruhe kommt, findet ein Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit statt. Und jetzt kann sich das Herz öffnen. Wie Gerald Hüther so schön sagt, die Herzkohärenz. Nicht? Das heißt, altes Herzenswissen fließt in unsere Wahrnehmungsprozesse mit ein und lässt uns ganz anders denken, ganz anders entscheiden, ganz anders handeln. Und diese Herzkohärenz, die braucht als Grundlage eine gute Erdung. Und daher präferiere ich so stark die Wurzelextrakte und besonders einen Wurzelkomplex, der die besten Heilwurzeln unseres Planeten zusammenführt, als hochkonzentrierte Extrakte. Da ist die Maca-Wurzel aus Mexiko, da ist die Ashwagandha-Wurzel aus Indien, da ist die natürlich Ginseng und Astragalus aus China, da ist die Rosenwurz aus Kanada, die Ingwerwurz aus Arabien. Nicht? Also die besten Heilwurzeln als hochkonzentrierte Extrakte, um das System als, wir nennen es auch Psychoadaptogen, ist ja auch ein Begriff, der bei Dieter häufig auftaucht, den ich ein paar Mal gelesen habe. Diese Psychoadaptogene haben die Fähigkeit, unsere Grundschwingung zu stabilisieren. Und das schafft eine gute Grundlage, um dann wache, klare Entscheidungen zu treffen und damit, um dann wahrzunehmen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
Und dann auch dem inneren Arzt vielleicht mehr Vertrauen zu schenken als einem Kittel, möge auch noch so lang und so weiß sein. Der innere Arzt ist immer der entscheidende Faktor. Ja. Super spannend. Auch deine weiteren Säulen der Hoffnung oder Säulen der neuen Medizin, die hast du ja auch ausführlich erklärt in anderen Videos. Also für all diejenigen, die das Video hier sehen, gerne mal Dr. Ingrid Huberts Kanal abonnieren. Da gibt es ausführliche Infos über deine ganz neue, ja, Medizin der Hoffnung. Und du bist ja auch unlängst dran, quasi hier eine ganz große, ich nenne es jetzt mal Welle im positiven Sinne, einzuläuten, indem du das Medizinsystem sowieso gerne grundlegend revolutionieren möchtest und hast dir dafür schon sehr viele Gedanken gemacht. Da machen wir aber auf jeden Fall nochmal einen extra Podcast dazu. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Ernährung auch gesprochen. Im Anblick auf die Zeit habe ich noch zwei größere Themen oder zwei Fragen, die ich jedem von euch stellen möchte. Das eine ist, wir sprechen über Frequenzen und da spielen ja Mantren sehr, sehr häufig eine Rolle. Und seit Jahrtausenden scheinen diese Schwingungen in Form von Mantren ja vielen Menschen zu helfen auf alle möglichen Art und Weisen. Und beide von euch habt ihr Mantren entwickelt. Du, lieber Ingo, mit der Deva Premal heißt sie, glaube ich. Da kommen wir gleich dazu. Und du, lieber Dieter, du hast ein neues Projekt, das nennt sich Transition. Und ich glaube, das ist auch eine Art Meditation. Du nennst es an der Schwelle zur höheren Dimension. Das ist eine Klangmeditation. Magst du uns dazu ein bisschen was sagen und vor allem, was es den Menschen bringt, sich damit auseinanderzusetzen? Also es ist tatsächlich ein reines Klangstück ohne Sprache, auch ohne Gesang, weil Gesänge natürlich, wenn sie vom Menschen kommen, natürlich noch eine ganz andere Qualität haben. Natürlich auch Syntax und also die ganze Bedeutung geht natürlich auch noch mit rein, die Semantik. Und das habe ich in diesem Falle nicht getan. Das ist also die vierte CD schon innerhalb von jetzt fast 20 Jahren. Aber sie setzt sich weiter fort, speist sich im Grunde genommen aus der Rhythmologie, aus der Chronobiologie. Ja, und durch ein eigenes Studio, was ich dann mir aber auch jetzt seit ein paar Jahren teile mit einem Freund, der hier auch ortsansässig ist, ein Engländer, haben wir eben tatsächlich auch Messungen durchgeführt und Selbstversuche durchgeführt. Was machen welche Klänge mit uns, was unsere innere Ruhe zum Beispiel betrifft. Ja, also gerade Transition ist ein Klangstück, was nachweislich, wir haben Messungen vorher, hinterher gemacht, uns in einen Entspannungszustand bringt, der im Grunde genommen, von dem wir gar nichts wussten vorher, also wir alle nicht gemeinsam. Also Ruhe, innere Ruhe ist, glaube ich, so wichtig wie nie zuvor in der heutigen Zeit. Und wir haben einen Zustand der Ruhe in der Sinnesphysiologie. So haben wir da natürlich auch die Hilfe der Sinnesphysiologen mitgehabt. Konnten wir das darstellen und nachweisen. Aber viel wichtiger ist, was ist mit den Menschen, die das gehört haben? Sie kamen in ein Entspannungsmaß, das sie überhaupt nicht kannten. Auch Leute, die über 10 und teilweise gerade 15 Jahre meditiert haben, TM-Meditation und so weiter. Die schreiben mir und sagen: Mein Gott, was passiert denn da? Was machst du da? Wie machst du das? Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie entstanden, auch nicht aus den ganzen Monroe'schen Forschungserhebungen, sondern ein ganz anderer Weg. Bin eben seit jetzt 43 Jahren in der Grundlagenforschung Rhythmologie tätig. Ja, Schwingungen sind eben gerade nicht nur elektromagnetische Art, die Dinge, die mich besonders bewegen. Und durch eine Inspiration, die ich hatte, habe ich gesagt, okay, gerade die neue Transition-CD versetzt uns in einen Zustand, der so gewünscht und so gebraucht wird, eben abschalten zu können, um wirklich eine innere Reflexion auch durchführen zu können. Also ein Zustand, den man gar nicht beschreiben kann. Ich kriege einige Schreiben, die sind mehrere Seiten lang, sie umschreiben das. Und aber was wirklich mit einem passiert, kann man eigentlich gar nicht so richtig darstellen. Ja, ganz schwierig. Aber die Leute sind überwiegend, wenn ich sie live zum Beispiel beobachte, das habe ich in Solothurn gemacht, jetzt vor 4 Monaten habe ich da einen kleinen Vortrag gehalten und hinterher einen kleinen Workshop. Und da habe ich einfach mal die Teilnehmer durchgemessen vorher durch bestimmte Messverfahren. Und dann habe ich diese CD laufen lassen und dann gab es viele Tränen der Freude. Und es gab hinterher nochmal eine Messung, eine Kontrollmessung. Und das die Leute waren auch so, und das hat mich am meisten fasziniert.
waren gar nicht so sehr von den Messergebnissen fasziniert, sondern von dem, was mit ihnen passiert ist. Also da ist offenbar irgendwie eine Punktlandung geglückt, passiert ab und zu mal und offenbar ist es so. An anderen Stücken habe ich mitunter 3, 4, 5 Jahre lang komponiert. Ja, also nicht wie man normal Musik komponiert, sondern eben nach genau den rhythmologischen Begebenheiten aus der Chronobiologie, welcher Klang mit welchen Phasenlagen und mit welchen Intensitäten vor allen Dingen, also mit welcher Lautstärke kommen da auf welche Hemisphäre gerade zum Tragen. Und das, da bin ich sehr stolz, sehr glücklich und muss sagen, also ja, Amen. Und ich danke dem Herrgott, dass er mir diese Eingebung gegeben hat und einen solchen Partner wie den Simon Fox, das ist dieser Toningenieur, der mir zur Seite gestellt wurde. Und ohne ihn hätte ich es auch nicht geschafft. Ja, das sieht man schön auf deiner Homepage transition-experience.com. Die ist natürlich eben auch verlinkt. Du beschreibst es so schön als transformierende Klangmeditation, die tiefe Bewusstseinszustände und kosmische Verbundenheit ermöglicht. Also genau das, was aus meiner Sicht passiert, wenn die Zirbeldrüse aktiv ist und aktiviert ist und oder wir eben auch mit Psychedelikas erreichen können. Und wahrscheinlich hast du was Ähnliches entwickelt, lieber Ingo, mit deiner Selbstheilungsstudie. Du hast ja heilende Mantren kombiniert mit alten ayurvedischen Kräuterrezepturen, die dann eben einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf die Lebensqualität haben sollen. Vielleicht magst du uns dazu noch mal was sagen. Und soweit ich weiß, kann man sich da sogar kostenfrei dafür registrieren, oder? Ja, das ist also eine 60-Tage-Mantra-Medizin-Challenge. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Mantra-Medizin, wo ich die 20, ja, wie soll ich sagen, kraftvollsten Heilmantren beschreibe, wo ich viele Interviews geführt habe, viele Menschen gefragt habe, meine eigene Erfahrung mit reingebracht habe, um zu definieren, welches sind die erfolgreichsten Mantren, die wir einsetzen, um unser Schwingungsniveau zu erhöhen und um Krankheiten entsprechend vorzubeugen, weil diese Mantren uns ja mit etwas Größerem verbinden, was unser Geist gar nicht so greifen kann und wo wir sagen können, hier docken wir uns an eine alte Schwingung an, die schon über viele tausend Jahre zurückliegt. Und bei dieser Mantra-Challenge geht es nur darum, 60 Tage, also eine groß angelegte Studie, geht es darum, 60 Tage lang jeden Tag 10 Minuten zu meditieren. Wir haben 15.000 Teilnehmer gehabt. Die Studie läuft jetzt auch noch weiter. Also jeder, der sich da einschreibt, ist dann anonymisiert in einem Programm drin, wo er, ohne dass der Name da auftaucht, dann hinterher einen Fragebogen bekommt mit 30 Fragen und die werden dann ausgewertet. Und dieser Prozess erneuert sich ständig oder erweitert sich ständig. Und da haben wir festgestellt, dass eben diese 10 Minuten Meditation am Tag, und ich sage es nochmal ganz, ganz platt, größere Effekte haben als jegliches Medikament, das jemals in chemischer Form auf den Markt gekommen ist. Also das, was dort an Rückwirkungen kam, das war wirklich berührend, zutiefst berührend. Ich meine, wir wissen das alle, aber es nochmal so schwarz auf weiß in der Form als Feedback zu bekommen, das ist schon ein richtiges Fund. Und wenn wir uns mal ein Mantra rausgreifen, ein ganz einfaches Mantra, das ich schon sehr, sehr früh, vielleicht vor 30, 35 Jahren oder 40 Jahren schon kennengelernt habe, das ganz einfache tibetische Mantra, Om Mani Padme Hum. Nicht? Dieses Om Mani Padme Hum, wenn man das hört, aus YouTube kann man sich die auch sehr gut einfach runterladen. Da sind dann 100 Mönche, die in einer sehr tiefen Stimmlage fast summend dieses Mantra singen. Und dieses Mantra symbolisiert, wenn wir es mal ganz frei, ganz weit übersetzen, das sich öffnen und schließen der Lotusblume. Nicht? Also Leben öffnet sich, Leben floriert und Leben verschließt sich wieder. Alles geht auf und zu, alles kommt und geht, nicht? Panterei, alles fließt, nicht? Alles ein Kommen und Gehen, der Wind, die Sonne, die Menschen, die Krankheiten, die Viren, die Gesundheitsminister, nicht? Alles ein Kommen. Und ein vielleicht auch baldiges Wiedergehen. Und wer sich mit dieser Frequenz in Verbindung setzt oder sich da andockt, der taucht ein in diese Idee des Einverstandenseins der Dinge, die da kommen und gehen. Nicht? Krankheiten kommen und gehen, gute Gedanken kommen und gehen, Glaubenssätze kommen und gehen.
Und umso mehr ich in diesen Fluss reinkomme, umso mehr ich diesen Widerstand loslasse gegen dieses Kommen und Gehen, umso mehr bringe ich auch meinen Sympathikus runter und stärke meinen Vagusnerv. Und der ist ja sozusagen auch der Türöffner für mich zur Epiphyse, auch zur Pineal Gland, wie wir ja sagen, also zur Transzendenz, wenn wir so möchten. Und damit schaffe ich so eine Grundlage, würde ich sagen, damit Tore aufgehen können und wir mit höheren Strukturen in Verbindung treten können und von dort dann auch uns so hingeben können, so ins Vertrauen gehen können, dass uns dieses Vertrauen dann auch Kraft und Mut gibt, aufzustehen, ja, wo es nötig ist und einzugreifen, da wo wir es für sinnvoll erachten, gerade bei dem Chaos, das wir jetzt im Moment auf der Welt, gerade in Deutschland erleben. Willst du weiterschauen? Das ganze Video findest du über den ersten Link in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefällt und du Mitglied unserer YouTube-Community werden möchtest, dann klick auf den Button Kanalmitglied werden und profitiere von den vielen Möglichkeiten, die wir dir bieten, unter anderem auch mit mir persönlich in Kontakt zu treten und persönlich Fragen stellen zu können.